Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und heute hat Kyle Geburtstag und das möchten wir natürlich zelebrieren. Wir haben zum Glück auch noch einen Kuchen da, den können wir dann auch nutzen. Und du hustest jetzt erstmal die Kerzen aus. Ich werde heute nicht so viel aufnehmen wie sonst, also ich meine die letzten paar sind alle kürzer aufgenommen, aber ja, ich packe das zeitlich, sonst nicht, dass das Video morgen kommt. Er ist selbstsicher. So, bitte Kerzen hinzufügen und dann tschüss. Ich hoffe, dass die Folge jetzt nicht kürzer wird dadurch, weil sonst wäre das ein bisschen doof. Kennen wir noch irgendeinen Mann? Wie wäre es denn mit Justin Delgado? Den laden wir einfach mal ein. Sie hat ein weiteres Dings abgeschlossen, cool. Aber das sollten wir auch hinkriegen, die nächsten Überträume. Warte, warum möchte ich überhaupt eine freundschaftliche Beziehung aufbauen, die wir nicht brauchen? Der Weihnachtsbaum bleibt einfach noch stehen. Ich meine, noch ist Weihnachtszeit, ne? So, er geht auf jeden Fall drauf ein. Das ist sehr, sehr schön. Das ist genau, wie wir es haben wollen. Muah, ein Pussy. Und jetzt, muah. Yay. Yeah. So, und dann, ein Kuss hauchen. Hallo, kannst du bitte zu ihm zurückgehen? Ihr Baby machen in der Dusche. Oh, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? What is she doing? Das sieht nicht so gut aus. Ich wusste gar nicht, dass das in solchen Duschen auch geht. Aber augenscheinlich funktioniert das. Mit Kleidung natürlich geht man unter die Dusche. Ich finde es halt dumm, dass Hygiene dabei nicht höher wird. Weil eigentlich müsste es das doch, oder? Wir müssen noch einen Schwangerschaftstest machen. Den machen wir hier. Hat nicht geklappt. Ist der schon abgehauen? Er hat zumindest noch nichts gesagt. Kann ich noch was anklicken? Ja. Ach, die können ja nicht ins Dings. Habe ich vergessen. Dann mach das doch da. Jetzt ging das nicht, weil... Hallo? Er geht nicht. Willst du mich verarschen? Ich resette dich. Ich sehe das nicht ein. Ich habe ihn resettet und er ist einfach weg. Excuse me. Oh, er ist da. So. Und jetzt machen wir nochmal. Er ist gegangen, obwohl sie noch eine Interaktion am Laufen hatten. Dein Ernst, Alter? Gut, dann müssen wir das halt heute noch nicht machen anscheinend. Oh mein Gott, wie süß, das habe ich noch nie gesehen. Also es ist nicht süß, aber es ist kein schönes Gefühl, glückliche Paare zu sehen, wenn man selbst alleine ist. Oh, Bibi. Ein glückliches Paar sind Justin und ich jetzt nicht. Also beziehungsweise Melody und Justin, aber darauf ist man nicht, also darauf sollte man nicht neidisch sein. Nee, das einzige Kind, das wach ist, ist sie. Na gut, dann kann sie an ihren Fähigkeiten schon mal arbeiten, ne? Yay, jetzt fehlt nur noch Bewegung. Und dafür schalten wir einfach das Radio an. Yay! Dann gibt's jetzt Kerzenhilfe für Tatjana. Wieso wird sie da abgesetzt? Warum? Willst du mich verarschen? Nein, heute klappt irgendwie nicht so viel. Sie ist mental und Perfektionistin. Sie kann dann erstmal was zu essen kriegen. Und dann kann sie Matheaufgaben lösen. Und Mama, die macht ein kokettes Gemälde. Wollen wir jetzt schon den Credit Sim? Eigentlich schon, oder? Braucht sie noch viel? Naja, in zwei Fähigkeiten noch ein bisschen. Also es geht. Dann würde ich, denke ich, auch eher nochmal warten. Vor allem diese Tablets, die verschwinden immer. Die verschwinden nicht. Ich habe sie gefunden. Als ob die da hinlegen. Oh, wow. Und morgen ist Silvester. Cool. So, und die Post. Und ihr Bild ist auch schon wieder fertig. Das sieht tatsächlich cool aus. Yeah, ganz viel Zeug, was sie verkaufen kann. So, und sie spielt jetzt das Rechenspiel, damit sie noch mehr Mentalität lernt. Und die Deko hier kann übrigens auch bleiben. Ich meine, im echten Leben ist ja zumindest noch Weihnachten. So, Level 3 in Denken. Fehlt nur noch Fantasie. Die Kids haben leider keine Note bekommen. Ich habe aber auch vergessen, die hart arbeiten zu lassen. Sie hat nichts an Punkten dazu bekommen. Sie ist schlechter geworden sogar. Was machen die? Das Problem ist, deren Hausaufgaben sind auch weg. Ich kann die keine Hausaufgaben machen lassen. Hier ist noch ein Hausaufgabendings. Das könnt ihr nutzen. Aber es ist halt auch nur eins da. Müssen die sich das dann irgendwie teilen oder so? Keine Ahnung. Oh nee. Das sind die Duschen, die... Oh. Die Duschen funktionieren nicht seit dem Patch. Ich ercheate jetzt einfach die Hygiene. Das kann sie auch reparieren. So, und Sky hat das jetzt auch erreicht. Und dann kriegt sie jetzt auch den Kuchen. Ach Mensch, dass ihr immer Kuchen essen müsst, ne? Ich hasse euch manchmal ein bisschen zimperlich und sozial. Dann jetzt geht's in den Creator Sim. Musik.
Sind auf jeden Fall zwei hübsche Kinder. Kannst du nichts gegen sagen, ne? So, und wir rufen jetzt Justin nochmal an. So, wir versuchen jetzt einfach nochmal. Oh, Ilona hat gar keine Haare mehr. Ups. Ich glaube, ich habe ihre Haare gelöscht gehabt, ne? Naja, Glatze ist ja irgendwie im Trend oder so. Keine Ahnung. Oh, sie ist schwanger. Zum Glück, ey. Noch mehr hätte ich nicht ausgehalten hier. Oh, sie muss im Jungenzimmer schlafen. Leider. Weil es gibt keine Mädchenbetten mehr. Frei. An diesem Samstagmorgen sehen wir uns dann aber erst im nächsten Part wieder, weil ich bin sehr kaputt und ich möchte nicht weiter aufnehmen. Ich hoffe, dass die Folge trotzdem halbwegs lang genug ist, um jetzt beenden zu können. Wenn nicht, dann tut es mir sehr, sehr leid, aber wir versuchen das die nächsten Male wieder normal zu machen. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.